Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr verunfallte ein 51-jähriger Fahrer eines Klein-LKW auf der Wieblinger Straße. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Möglicherweise geschah der Unfall aufgrund eines gesundheitlichen Problems. Sein Beifahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Straße zwischen Eppelheim und Pfaffengrund gesperrt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt.